Ihr seht ganz viele Hersteller, ganz viele Leute, die Turbo-Upgrades machen und ihr wisst nicht, für wen ihr euch entscheiden sollt. Ich helfe euch hier mal weiter. Spoiler-Alarm, die Antwort ist einfach. Wir sind jetzt die richtige Wahl. Nein, Scherz beiseite. Wir wollen das mal so ein bisschen seriös aufwickeln und auch mal so ein bisschen neutral behandeln. Ich versuche mich da wirklich so neutral wie möglich zu behalten. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich dazu, dass ich begründen werde, warum wir Dinge anders machen. Das ist völlig logisch, aber letztendlich ist die Entscheidung bei euch und ich möchte auch nicht sagen, dass irgendein Hersteller schlechter ist, besser ist oder wie auch immer. Jeder hat so ein bisschen seine Stellung am Markt, jeder hat eine Begründung am Markt zu sein. Ganz grob und offen kommuniziert, wir haben Firmen wie und noch andere mit drei Buchstaben. Und meistens haben sie alle an ihren Ladern irgendwelche Zahlen dran, die dann meistens die Leistung angeben sollen. Wir haben versucht, uns aus der Masse herauszustechen, haben gesagt, hey, wir machen eine Upgrade-Stufung 1, 2, 3. Scherzhaft intern kam dann immer eine 3 Plus und eine 3 Plus Plus und dann haben wir irgendwann von Stage 9 gesprochen. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim iPhone mit den Modellen. Grundsätzlich geht es darum, immer so ein bisschen festzulegen, welche Unterschiede es gibt, welche Leistungsstufen. Also jeder kann ja verschiedene Leistungsstufen machen. Die Variante mit den drei Buchstaben oder zwei Buchstaben und dann eine Zahl als Leistung hinten dran hat sich dann wahrscheinlich doch ein bisschen besser durchgesetzt als unsere Idee. Unsere Idee war, das System zu verfolgen, der Turboladernummern und dahinter einfach zu sagen, wir machen ein Upgrade daraus. Ist ein bisschen die technische Variante, macht es euch als Kunden ein bisschen komplizierter, sichert uns ein bisschen ab in der Sache, dass wir auch euren exakten Lader bauen und nicht ein Lader, der auch in einem Modell dieses Motors drin war. Das ist so ein bisschen so einer der Punkte, die wir haben. Wir basieren sehr stark oder wir fokussieren uns sehr stark daran, an dem Turbolader zu arbeiten, den uns der Kunde schickt. Wir liefern natürlich auch, wie jetzt hier in den Beispielen, neue Turbolader und schicken euch neue Lader raus. Aber es sollte auch mit der Seriennummer passen oder beziehungsweise mit der Ladernummer passen. Und wenn wir Lader machen, dann geht es uns immer sehr stark darum, dass wir auch diesen expliziten Lader machen und nicht einen Lader aus der Motorenreihe. Wichtig für euch ist ja zum Schluss, dass ein Turbolader rauskommt, der mehr Leistung bringt, der 1A reinpasst. Und das war's. 1:1 Plug and Play, das ist so ein bisschen das eins der Key Facts oder eins der Stichpunkte, die ich jetzt hier so in diesem Video mit aufgreifen möchte. Wir halten uns sehr, sehr stark an das Original. Es gibt ein paar Hersteller, die machen so eine Sachen wie einen anderen Ansaugstutzen, Abgasanschluss oder bauen die Druckdose um oder ändern die Leitung, Wasserleitung etc., weil eine andere Rumpfgruppe verwendet wird. Das machen wir in manchen Upgrades in Einzelfällen auch. Das ist bei uns immer so diese Stage 3 Plus Geschichte. Das bedeutet dann, es wurde was signifikant verändert, auch im äußeren Bereich. Alles, was wir Stage 1, 2, 3 nennen, da geht es uns ganz stark darum, dass der Lader sein äußeres Erscheinungsbild behält. Wir ändern auch keine Plaketten. Es hat so ein bisschen so diesen Touch von, es soll alles original aussehen, es soll alles original sein. Warum werden wir an der Stelle jetzt verschieden auslegen? Wir wollen die Originalität des Fahrzeugs beibehalten, / des Motors und des Motorraums. Und dabei, da kommt dann jetzt so dieser nächste Schritt, geht es dann noch in den, wo sich die verschiedenen Hersteller unterscheiden oder verschiedenen Leute unterscheiden, ist, welche Komponenten werden verwendet. Weil grundsätzlich geht es immer um das gleiche System. Wir verändern die Geometrie innerhalb des Laders. Ich kann die Verdichterradgeometrien natürlich beeinflussen. Ich kann mit geschmiedeten Rädern arbeiten, nicht geschmiedeten Rädern. Ich kann mit verschiedenen Materialien auf der Abgaswelle arbeiten. Leider Gottes geben viele auch falsche Sachen an. Das haben wir in dem einen oder anderen Video auch schon mal behandelt. Aber grundsätzlich geht es immer darum, größeres Verdichterrad, größeres Abgasrad. Hier ist es uns persönlich sehr wichtig, dass wir auf ein Verhältnis achten, wo auch das Verdichterrad zum Abgasrad passt. Es gibt krasse Umbauten und Precision zum Beispiel ist damit mehr oder weniger berühmt geworden. Sehr kleine Abgasräder, sehr große Verdichterräder. Sorgt in der Theorie immer dafür, dass ich ein schnelles Ansprechverhalten habe durch das kleine Rad, aber viel Luftmasse bewege durch das große Verdichterrad. Funktioniert immer nur bedingt. Und MHI zum Beispiel ist ein Hersteller, der da sehr stark darauf achtet, dass das immer in einem sehr guten Verhältnis ist, dass das alles das Zusammenspiel sehr gut miteinander arbeitet. Wir gucken uns immer so aus allen Welten so ein bisschen die Technik an und wir achten stark darauf, dass wir sagen, wir übertreiben es nicht mit den Verdichterrädern, wenn die Abgaswelle es nicht hergibt. Ich habe hier mal
Kommen wir also ein bisschen auf die Beispiele, die wir auf dem Tisch haben. Audi RS4 B9 und BMW 335i. In 54 habe ich hier mal als Beispiel, sind so die beliebten B-Turbo-Geschichten, die es so gibt. Und B-Turbos haben immer so die Eigenschaft, besonders kleine Lader auf beiden Seiten zu verwenden, weil man hat ja zwei und damit kann man gewisse Leistung schaffen. Und wenn man jetzt mal guckt, so ein RS4 B9, hier reden wir schon von einem relativ neuen Fahrzeug, was eine gute Leistung bringt. Ich glaube, um die 450 PS in der Serie. Und wenn man sich hier das Abgasrad zum Beispiel anschaut, auch mal ganz besonders mit alten Ladern verglichen, das ist schon sehr klein und filigran. Hier sind wir halt so unterwegs, dass wir sagen, wir verändern hier nicht wirklich mehr viel, weil wenn man diese ganzen neuen Lader, das sieht hier so an sich relativ groß aus, aber der hat hier eine Hitzeschutzummantelung drum. Das heißt, das innere Fleisch ist schon alles so klein und so fein von den Materialstärken oder Wandstärken her, dass man hier gar nicht mehr viel Material wegnehmen kann, um wirklich ein größeres Rad einzubauen. Auf der Verdichterseite haben wir hier auch uns in einem Bereich verhalten, wo es noch adäquat passend zu dieser Abgasseite ist und damit schaffen wir so ungefähr 650 PS, glaube ich, mit dem Upgrade. Das hängt dann immer von der Abstimmung ab, da kann man noch hier und da ein bisschen mehr rausholen, aber für uns wichtig an der Stelle ist immer Haltbarkeit. Das heißt, das Zusammenspiel muss funktionieren, es soll nicht irgendwann in kürzester Zeit wegbrennen. Uns ist nicht wichtig, die höchste Leistung zu erreichen. Jetzt gibt es Hersteller, die mit diesen Upgrades, keine Ahnung, sicherlich 700 oder noch mehr an Leistung machen. Das wird je nach Abstimmung sicherlich auch funktionieren, das wird auch sicherlich eine Weile halten. Wir persönlich haben dann immer so diese Tendenz von, wer weiß, wie lange, weil wenn man sich das im Detail anguckt, wenn man das auseinanderbaut und man sieht einfach, wie dünnwandig das ist und man weiß, da gehen 900 Grad oder teilweise 1000 Grad durch, dann weiß man, irgendwann kann das nicht mehr so richtig halten. Kann auch diese Symbiose, und das ist jetzt so ein bisschen das Thema hier dieser 335i-Lader, zwischen der Wastegate-Seite und dem Abgasrad. Wenn ich mir das hier angucke, das Abgasrad ist hier voll, schon im vollen Bereich ausgenutzt. Also ich würde hier in diesen Steg zwischen Wastegate-Klappe und Abgasrad reingehen oder würde das hier wegfräsen. Man sieht das bei manchen Upgrades, dass hier Kanten entstehen, wo der Abgasstrom nicht mehr richtig sauber funktionieren kann, dass das zu dünn wird, was es irgendwann wegbricht. Dieser Steg hier hat ja einen Sinn. Der hat ja den Sinn, den Abgasstrom von dem Wastegate-Abgasstrom zu trennen. Und das sind alles Sachen, bei voller Leistung mag das alles funktionieren und irgendwie gut gehen. Es ist aber nicht mehr richtig straßentauglich, es ist nicht mehr richtig fahrbar. Das Gleiche ist, was viele machen, sie gehen an die Grenze ran, was hier diese Verdichter angeht, im Eingang. Das wird dann irgendwann zu dünnwandig, das könnte wegbrechen, im schlimmsten Fall natürlich in den Lader reinfliegen, keine Frage. Auch intern könnte es zu dünn werden. Manche fangen dann an, andere Ansaugstutzen anzubauen etc. Das machen wir bei den großen Upgrades im i30N zum Beispiel auch. Das kann man alles machen. Für uns ist aber da immer der Punkt, möglichst original bleiben und auch immer an die Haltbarkeit denken. Viele Hersteller gehen natürlich immer mit diesem Ziel, möglichst viel Leistung, 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 Leistung. Dann wird mit Viertelmeilezeiten geworben, dann wird halt mit Prüfleistungsprotokollen geworben etc. Keiner sagt euch, wie lange das Ding hält. Jeder wird euch natürlich sagen, hält, funktioniert, funktioniert, alles klappt, super toll. Das mag sicherlich auch irgendwie so sein, aber an irgendeinem Punkt gibt alles mal irgendwann auf. Und die Frage ist so ein bisschen, will man immer an die Grenze gehen? Will man immer das Maximum rausholen und will immer riskieren, dass es irgendwann mal knallt? Oder sagt man sich lieber, komm, auf ein paar PS weniger ist auch in Ordnung, dafür hält es, dafür kann ich es normal fahren, dafür kann ich es auch straßentauglich fahren, ich kriege keine Probleme im Teillastbereich, alles solche Geschichten. Das ist ein bisschen die Entscheidung, die ihr zum Schluss treffen müsst. Ich kann immer, ja, wie gesagt, immer nur dafür werben, dass wir sagen, wir wollen das alles ein bisschen vernünftiger halten, wir wollen es nicht übertreiben, wir wollen nicht überall das letzte bisschen rausholen. Wir sind definitiv damit immer an Leistungsangaben geringer als die Konkurrenz. Ihr müsst für euch entscheiden, was wollt ihr. Für die Leistungsstufen, die wir anbieten, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Stage 1, 2, 3, das haben wir alles schon mal in anderen Videos behandelt. Das könnt ihr euch gerne angucken, das habe ich hier oben einmal verlinkt. Klickt da gerne mal drauf, schaut euch an, welche Unterschiede es bei uns so gibt oder welche Stufen es bei uns so gibt oder was die Unterschiede ausmachen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Insbesondere, wenn ihr für euer Auto keinen richtigen Lader findet, kommt auf uns zu. Wir helfen euch gerne bei der Suche im Shop bei uns und beraten euch auch da gerne individuell nochmal weiter. Und sehr gerne entwickeln wir natürlich auch Erstentwicklungen. Das machen wir auch häufiger, wenn Kunden auf uns zukommen und sagen, könnt ihr
ein Upgrade für den und den Lader anbieten, gibt es aktuell noch nicht. Machen wir natürlich auch. Wir sind da nicht nur fixiert auf bestimmte Modelle und auch nicht auf bestimmte Performance-Modelle oder nur die Top-Fahrzeuge, sondern wir haben auch viel im Bereich Wohnmobile, auch viel im Bereich Maritim etc. Diesel ist ein ganz großes Segment bei uns, also auch andere Fahrzeuge oder andere Motoren und auch nicht bestimmte Hersteller, sondern wir sind halt mit jedem Turbolader-Hersteller in irgendeiner Art und Weise vertraut und können auch da gerne entsprechende Upgrades anbieten. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich das Video einigermaßen weiterbringen konnte. Ich hoffe, ich war nicht zu parteiisch an der Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich natürlich für einen Like, über Kommentare und so weiter. Gerne ausdiskutieren mit uns, was ihr so darüber denkt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.